herzliches Willkommen, lieber Fisch, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 17. bis 23.09.2018. Schön, dass du wieder da bist. Wir gucken, welche Energien diese Woche vorherrschen. Und so, denk dran, die Energien sind für eine allgemeine Legung. Das heißt, es kann und wird nicht immer für jeden passen. Wir schauen jetzt erstmal, was von außen so auf dich zukommt. Sondern die Energie um dich herum ist Transformation, der Tod. Das ist nichts Schlimmes, das ist einfach, dass sich Veränderungen ergeben. Ja? Deine Umwelt verändert sich, die Leute verändern sich, sie arbeiten an irgendwas, sind mit sich selbst vielleicht beschäftigt. Wir gucken mal, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst, dein Wunsch in dieser Woche, deine Hoffnung und Ängste. Das ist gut für dich. Das ist nicht so gut für dich. Und der mögliche Ausgang in dieser Woche. So, dann haben wir natürlich auch wieder die Wochentage. Wir gucken, was die Wochentage so zu bieten haben. Und wir gucken dabei nach der Energie, die du mitbringst. Also wie du nach außen wirkst, wie du dich gibst anderen gegenüber. Schauen wir mal. Na. So. Und da haben wir den Herrscher. Du bist eine Herrscherpersönlichkeit nach außen. Vielleicht ein bisschen, naja, solange es kein Tyrann ist, alles in Ordnung. Ja? Also versuche nicht die Leute, über alle bestimmen zu wollen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. So, das sind die einzelnen Wochentage. Wir gucken jetzt erstmal, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Und da haben wir König der Münzen. Das ist eine sehr geerdete Energie. Also du bist dir deines Wertes bewusst, du bist dir der Stabilität und Sicherheit, die du besitzt, bewusst, was du zu bieten hast. Das ist schon mal sehr gut. Du bist halt sehr realistisch, ja, und nicht so übermäßig gefühlvoll, ja, aber du bist bei der Sache, du kümmerst dich. Dein Wunsch in dieser Woche? Ass der Kelche. Das ist das Meer von Gefühlen, was du gerne möchtest. Das wünschst du dir. Schwierig jetzt, wo sich alle transformieren, aber wir gucken mal. Das nächste sind deine Hoffnungen und Ängste. Und da haben wir 10 der Münzen. Okay. Neben dem Ass der Kelche die 10 der Münzen. Du möchtest reich sein, sicher sein, Familie, alles unter Dach und Fach, alles soll gut sein. Kann ich verstehen. Was ist gut für dich in dieser Woche? Die Prinzessin der Münzen, das ist so wie der Ritter der Münzen. Also, ja, du gehst voran, du arbeitest an den Dingen, die dir wichtig sind. Das ist gut für dich, dass du dich stabil hältst, dass du geerdet bist, da und da. Wunderbar. Was ist denn nicht so gut für dich? Da haben wir die Königin der Stäbe. Nicht so gut für dich ist entweder ein Feuerzeichen, Löwe, Widder, Schütze oder deine eigene feurige Energie, die dir vielleicht so mal dazwischen funkt sozusagen. Ja? Aber wir gucken gleich mal. Der mögliche Ausgang in dieser Woche ist die 8 der Schwerter. Wie kommt denn das zustande? Das ist so in seinen Gedanken gefangen zu sein. Vielleicht hat ja hier, ich sag mal, ein Feuerzeichen deine romantischen Gefühle entfacht und du kannst nicht mehr klar denken. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Der Montag. Wir haben die 7 der Kelche. Eine Menge Angebote, eine Menge Möglichkeiten, Optionen. So, dass man nicht mehr weiß, was man machen soll. Der Dienstag, 4 der Münzen. Das heißt, du hältst an den Dingen fest, die du kennst, die Dinge, die dir wichtig sind, natürlich Finanzen und so weiter, da hältst du einen Daumen drauf. Ist nicht das Schlechteste. Am Mittwoch, 9 der Stäbe. Du bist ausgelaugt, du bist abgearbeitet. Ja? Das ist so, du pfeifst sozusagen auf dem letzten Loch, du brauchst vielleicht ein bisschen Ruhe. Du hast dich um zu vieles gleichzeitig gekümmert und bist,
erschöpft. Der Donnerstag. Gerechtigkeit. Es geht am Donnerstag um Gerechtigkeit. In welchem Zusammenhang, gucken wir gleich. Es geht aber darum auch, ja, entweder, dass du Gerechtigkeit einforderst oder dass du Gerechtigkeit gewährst, wie auch immer. Am Freitag. Wir haben die 9 der Münzen. Die 9 der Münzen ist Unabhängigkeit, Single-Dasein. Okay? Heißt aber auch, dass du dich in dem, was du hast, auch wohlfühlst. Wir haben sehr viel Erdenergie hier. Dann schauen wir mal, was der Samstag zu bieten hat. Wir haben die Königin der Schwerter. Das ist Luftenergie. Das könnte Wassermann, Waage oder Zwilling sein, männlich oder weiblich. Kann auch bedeuten, dass es um Klarheit schaffen geht. Die Königin der Schwerter ist eine Person, die schon viel erlebt hat, weiß, wovon sie spricht und das auch gut vermitteln kann. Wenig Gefühl, aber sachlich und klar. Am Sonntag, die Hohepriesterin. Das ist, ja, du hast ein gutes Bauchgefühl. Du weißt, was das alles für dich zu bedeuten hat. Du weißt, wo die Reise hingehen soll. Aber die 8 der Schwerter macht mir ein bisschen Sorge. Du bist der Herrscher und vielleicht hast du ein bisschen zu sehr geherrscht. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ja, König der Münzen. Das Ass der Kelche ist dein Wunsch. Die 10 der Münzen deine Hoffnung. Und dann haben wir die Prinzessin der Münzen. Warum ist die Königin der Stäbe schlecht für dich? Wunscherfüllung. Ich glaube, dass dir da jemand begegnet oder vielleicht begegnet ist schon oder begegnen wird, der oder die dir Kopfzerbrechen bereitet, weil Seelenverwandter oder Seelenperson oder jemand, der dir auf Augenhöhe begegnet, möglicherweise jemand, der vielleicht deine Gefühle nicht direkt so erwidert, sondern auch ja nicht so leicht zu durchschauen ist, sagen wir es mal so. Gucken wir mal weiter. Wir haben jetzt hier, gucken wir doch noch mal, was die Prinzessin der Münzen bedeutet. Zusammenarbeit, Teamwork, könnte auch Kollege, Kollegin sein von dir, wo plötzlich irgendwelche Gefühle auftauchen und du damit irgendwie nicht zurechtkommst. Dann haben wir am Montag die Optionen. Was sind das für Optionen? Ja, ich denke, dass du wirklich nicht weißt, was das Richtige ist und dich damit ein bisschen alleingelassen fühlst. 4 der Münzen, du hältst an dem fest, was du kennst. Und ja, das, was dir, das feierst du. Das am Dienstag, was dir bekannt ist, womit du arbeiten kannst. Aber du bist arbeitstechnisch ausgelaugt. Ja, du hast für viele Dinge dich eingesetzt, du hast ja auch viel gearbeitet. Aber du sollst nach den Sternen greifen. Das kann auch ein Luftzeichen sein, ja. Das ist der Wassermann zum Beispiel, der dir vielleicht da helfen kann. Wir haben Gerechtigkeit. Und da haben wir die 8 der Schwerter. Du machst dir Gedanken, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Und da haben wir den Buben der Schwerter. Und da geht es um eine Nachricht. Ich nehme an, dass du am Donnerstag eine Nachricht erhältst, die dir Kopfzerbrechen macht. Nichts Dramatisches, aber etwas, wo du denkst, das ist so nicht in Ordnung. Am Freitag haben wir, du fühlst dich wohl, aber du fühlst dich auch ein bisschen, naja, in der Warteschleife. Es passiert nichts. Vielleicht hast du da eine Nachricht bekommen, du möchtest, dass sich da möglichst schnell ein Ergebnis herausfiltert, aber es kommt nichts, passiert nichts. Königin der Schwerter und Kraft. Jemand aus deinem Umfeld, Luftzeichen, gibt dir Kraft, spricht mit dir, sagt dir, was möglich ist, was geht, was nicht geht. Und wir haben hier die Hohepriesterin mit der Mäßigkeit, was wiederum ein Feuerzeichen, das ist das Sternzeichen Schütze.
Also denke ich mal, dass du viele Dinge in dieser Woche hast, die so passieren, die dich vielleicht auch zeitweise ein bisschen überfordern, aber du solltest immer erstmal grundsätzlich das Beste annehmen, ja? Und hier feierst du das, was du geschafft hast, was du festhalten kannst. Am Donnerstag bekommst du eine Nachricht, die dir Kopfzerbrechen bereitet. Vielleicht in, ja, es geht um Gerechtigkeit, es kann auch um Gesetzesdinge gehen, es kann um, ich sag mal, eine Beförderung gehen oder was auch immer. Und hier fühlst du dich so ein bisschen, ja, gebremst, ausgebremst. Und dann führst du Gespräche möglicherweise oder hast jemand in deinem Umfeld ein Luftzeichen, das dir da gute Tipps, Ratschläge geben kann. Und am Sonntag vielleicht auch ein Schütze zum Beispiel, der mit seiner Inspiration dir da möglich weiterhilft. Und auf jeden Fall hast du Gefühle für jemanden und du wünschst dir ein Zuhause und Zusammensein. Du arbeitest viel dafür. Und jemand mit einem Feuerzeichen ist dein Wunschpartner, deine Wunschpartnerin. Und dann macht dir das gleichzeitig Kopfzerbrechen. Da haben wir viele Optionen. Festhalten, Nachricht, Stagnation, Kraft und Gespräche. Und wir schauen mal, welche Orakelkarte wir für dich haben. Gesundheit. Ich achte dieses körperliche Gefäß als das Heiligtum meiner Seele. Das heißt, um gesund zu sein, gesund zu bleiben, solltest du vielleicht ein bisschen kürzer treten und dich nicht überfordern. Also die Dinge locker angehen lassen und dir auch was Freude gönnen, weil ich habe gerade die Engelkarte Freude gezogen. Freude entspringt einem Gefühl der Verbindung mit dem Göttlichen. Sie ist eine Eigenschaft, die dich erleuchtet. Die Botschaft deiner Engel lautet: Pflege und fördere die Eigenschaft in dir, indem du in jeder Situation das Göttliche zu sehen versuchst. Blicke hinter die äußere Fassade und suche nach dem Licht im Herzen aller Menschen. Dann wirst du das Wunder der Schöpfung erkennen und dein Leben verwandelt sich in ein Freudenfeuer. Freue dich an allem, denn Freude ist ein Schlüssel zur Erleuchtung. Genieße das Leben. Die Affirmation lautet: Ich finde an allem Freude. So, und die Freude haben wir ja hier auch. Auch daran, dass du etwas geschaffen hast, an dem du festhältst, auch wenn du hier nicht genau weißt, wo es lang geht, das entwickelt sich langsam zum Ende der Woche hin und du wirst, ich sag mal, die Erkenntnisse gewinnen mit den Leuten, die dir zur Seite stehen, die dir gute Ratschläge geben, weil du hast ja auch eine starke Verbindung, ja? Und ich denke, dass du da ruhig dein Herz und deine Seele öffnen kannst und fragen kannst: Wie soll ich mich entscheiden? Wo soll die Reise hingehen? Wie sorge ich hier für Gerechtigkeit? Du bist nicht alleine, das ist wichtig zu wissen. Und du wirst einfach deine Freundschaften, deine Kontakte nutzen, um da etwas, ja, gemeinsam zu klären. Hier hast du ja auch die Stabilität und Sicherheit, hier hast du das Gefühl und deinen Wunsch nach noch mehr Stabilität und Sicherheit. Und das schaffst du auch in Zusammenarbeit mit den Leuten. Hier haben wir ja auch die Prinzessin der Münzen und das ist auch vielleicht ein Erdzeichen, das noch dazu kommt. Jedenfalls hast du Verbündete, die dich auf den rechten Weg bringen, beziehungsweise dir helfen, dahin zu kommen, wo du hinkommen möchtest. Lieber Fisch, ich wünsche dir eine sehr tolle, ja, aktive Woche mit tollen Erkenntnissen mit den Leuten um dich herum, die dir auch wirklich den Rücken stärken. Und das ist auch etwas, worüber du dich freuen kannst. Nicht jeder hat jemanden, der so hinter einem steht. Und deswegen finde ich das grandios. Und natürlich würde ich mich freuen, von dir zu hören, wenn die Woche so rum ist und du, ich sag mal, durch die Legung ein bisschen, ja, Hilfe oder Unterstützung oder Inspiration bekommen hast, wie du was angehen kannst. Dann hätte es seinen Sinn erfüllt. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Ich wünsche dir eine tolle kreative Woche und natürlich entsprechend tolle Ergebnisse. Dann sehen wir uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis bald. Tschüss.